Hallo, du bist in der 10. Klasse und fragst dich, wie dein Schulweg weitergehen soll? Vielleicht können wir dir helfen. Theo ist ganz gut durch die Grundschule gekommen, war aber eigentlich lieber auf dem Bolzplatz als am Schreibtisch. Seine Eltern haben ihn dann erstmal zur Realschule geschickt. Wenn es weiterhin gut läuft, kann er ja immer noch weitermachen. Lina war früher ziemlich verträumt. Sie besucht seit der 5. Klasse die Werkrealschule. In der letzten Zeit ist sie tatsächlich aufgewacht, bringt erstaunlich gute Leistungen und geht gerne zur Schule. Soll ihre Schulzeit jetzt wirklich schon vorbei sein? Bei Katharina war gleich klar, die geht zum Gymnasium. Jetzt ist sie am Ende der Mittelstufe und weiß schon genau, dass sie etwas mit Naturwissenschaften studieren möchte. Vielleicht kann sie ja jetzt schon einen Schwerpunkt setzen. Die drei haben das gleiche Ziel, das Abitur. Möchtest du auch Abitur machen? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Mathilde-Planck-Schule liegt im Herzen der Bildungsmeile Lörrach in der Wintersburgstraße und bietet sogar drei verschiedene berufliche Gymnasien unter einem Dach an. Das berufliche Gymnasium der biotechnologischen Richtung, kurz BTG, das berufliche Gymnasium der ernährungswissenschaftlichen Richtung, kurz EG, und das berufliche Gymnasium der Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Richtung mit dem Schwerpunkt Soziales. Aufgrund der hohen Nachfrage bieten wir diese Klasse sogar doppelt an. Alle drei Gymnasien führen zum gleichen Abschluss, nämlich zur allgemeinen Hochschulreife. Diese berechtigt zum Studium an einer Universität oder Hochschule, egal welcher Fachrichtung. Trotzdem solltest du dir vorab natürlich Gedanken darüber machen, welche Fachrichtung dich wirklich interessiert. Die Fachrichtung bestimmt nämlich dein Profilfach, das sechsstündig unterrichtet wird und in dem du auf jeden Fall eine schriftliche Abiturprüfung ablegen wirst. Im BTG ist das Profilfach Biotechnologie, im EG Ernährungslehre und Chemie, kurz auch ELCH genannt. Und im SG Pädagogik und Psychologie, kurz PP. Und welche Fächer habe ich da so? Die meisten Fächer, die in der Eingangsklasse unterrichtet werden, kennst du schon aus der Mittelstufe. Die Pflichtbelegung ist erstmal in allen Eingangsklassen gleich. Mathe, Deutsch und Englisch, Religion, Geschichte und Gemeinschaftskunde, Wirtschaftslehre, Sport, Informatik und zwei Naturwissenschaften. Hinzu kommt das jeweilige Profilfach, also Biotechnologie, ELCH oder PP. Dann brauchst du noch ein Wahlfach. Von den hier gezeigten musst du mindestens eins auswählen. SERN steht für Sondergebiete der Ernährungswissenschaften und SBio für Sondergebiete der Biowissenschaften. Next heißt Naturwissenschaftliches Experimentieren und die Mathilde-Planck-Schule ist eine der ersten Schulen, die dieses Fach anbietet. Falls du schon 4 Jahre Französisch in der Mittelstufe belegt hattest, bieten wir dir Französisch als fortgeführte Fremdsprache an. Als neu begonnene Fremdsprache sind bei uns jeweils Französisch, Spanisch oder Italienisch im Angebot. Die Zuteilung ist abhängig von der Nachfrage der Schülerinnen und Schüler sowie von der Kapazität der Lehrkräfte. Viele Schülerinnen und Schüler müssen eine Fremdsprache neu beginnen, da sie auf ihrer bisherigen Schule noch nicht ausreichend Stunden dazu belegt hatten. Anhand deiner Zeugnisse werden wir ganz schnell feststellen können, ob das für dich zutrifft. Weiter zum Abitur geht es dann über die Jahrgangsstufe 1 und 2. Die vielfältigen Wahlmöglichkeiten, die du dann hast, erklären wir dir in der Eingangsklasse. Hast du schon eine Idee, was du später beruflich einmal machen möchtest? Wenn du gerne naturwissenschaftlich arbeiten würdest, vielleicht als Ärztin, Apotheker oder Chemikerin oder in einem anderen der vielen Berufe im Life Science Bereich, dann wirst du im EG oder BTG bestens vorbereitet. Vielleicht siehst du dich aber auch eher bei sozialen oder erzieherischen Tätigkeiten. Möchtest zum Beispiel Psychologie, soziale Arbeit oder Lehramt studieren? Dann führt dein Weg vermutlich eher über das sozialwissenschaftliche Gymnasium. Und was denkt ihr? Ist das berufliche Gymnasium was für euch? Hört sich gut an, aber muss ich dafür irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
Viele Wege führen zum beruflichen Gymnasium. Wenn du einen mittleren Bildungsabschluss hast, brauchst du einen Notendurchschnitt von mindestens 3,0 in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch. Auch von einem allgemeinbildenden Gymnasium oder von der Gemeinschaftsschule kannst du zu uns kommen. Für alle gilt die gleiche Altersbegrenzung. Ich mag die Naturwissenschaften, bin aber unsicher, ob ich mich fürs EG oder fürs BTG entscheiden soll. Vermutlich bist du in beiden gut aufgehoben. Schau dir doch die Videos unserer Fachgruppen an. Dort bekommst du noch genauere Infos über das jeweilige Profilfach, bevor du dich an die Bewerbung machst. Bewerbung? Oh je, man muss sich bewerben. Ich dachte, man kann sich einfach anmelden. Die Plätze im beruflichen Gymnasium sind begehrt. Um die Bewerbung zu vereinfachen, gibt es das zentrale Online-Anmeldeverfahren. Dieses ist freigeschaltet vom 24. Januar bis zum 1. März. Den Termin und Link findet ihr auch auf unserer Homepage. Oh je, das hört sich aber kompliziert an. Kein Problem, wir helfen dir. Komm einfach zur Anmeldeberatung, direkt zu uns in die Schule. Dort darfst du alle Fragen stellen, die dir noch durch den Kopf gehen. Und wenn du möchtest, kannst du auch direkt die Online-Anmeldung bei uns ausfüllen. Die Schulplätze im beruflichen Gymnasium werden übrigens ausschließlich aufgrund deiner schulischen Leistungen vergeben. Ausschlaggebend ist dein Abschlusszeugnis. Gib also jetzt nochmal richtig Gas bei deinen Prüfungen. Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auf deine Bewerbung.